Kamera läuft. Take 8. Ingenieur sein bedeutet, die Welt neu zu gestalten. Dabei kommt es auf jedes Detail mit höchster Sorgfalt an. Willkommen hinter den Kulissen unseres E-Bike-Antriebs. Sagt kein Mensch so. Mann, Kevin, wir wollen dieses Produkt verkaufen. Oder würdest du es sagen? Ja, eher, wir wollten einen Antrieb, der extrem klein und dabei leistungsfähig ist. Wir haben an alle Akkugrößen gedacht für jeden Einsatzfall. Entweder man kann den Antrieb nur mit Core-Controller auf dem Oberrohr bekommen oder auch in Erweiterung mit Display oder Remote. Unkaputtbar. Maximale Robustheit wollten wir. Dafür haben wir ihn mit Salzwasser besprüht, um die Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen. Künstlichen Sandsturm Arizona Dust, um die Dichtheit zu bestätigen. Um Fehler zu suchen, haben wir einen Computertomographen gestellt, um festzustellen, dass im Inneren einfach alles genau richtig ist. Und das Ganze wird mitten in Europa hergestellt, montiert, verschraubt, klar definierter Prozess. Jeder Antrieb bekommt dann seine Endkontrolle. Wir begleiten den Fahrradhersteller bei der Integration, bevor dann das Fahrrad in den Handel gelangt. Genau das meinte ich. Um diese Leidenschaft ging es mir. Ja, eigentlich sind wir mit dem ZF Centrix schon richtig zufrieden.